Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Overwatch Ranked mit mir, den Simon. In der letzten Folge haben wir im Dunkeln mit Mercy gespielt. Das hört sich falsch an, wenn man das so sagt und darüber nachdenkt. Wir haben im Dunkeln mit Mercy gespielt. Wir haben einen Ranked gewonnen, was mega nice war. Ich habe gedacht, das wird schwieriger, aber wir haben die ganz schön wegrasiert letzten Endes. Und ich habe es geschafft, mein Licht wieder anzubekommen. Was lustig ist an dieser... Also ich erzähle euch mal, wie die momentane Situation von diesem scheiß Licht ist. Zu 80% funktioniert es, aber manchmal geht es einfach aus. Und zwar nur das Hauptlicht. Irgendwie diese Lampe, die kann ja auch dieses blaue Licht machen. Das habe ich ja in der letzten Folge mal angemacht. Was man in der Facecam nicht so gut sieht. Aber das blaue Licht funktioniert immer und das andere Licht geht manchmal random aus. Und ich habe nichts daran jetzt geändert. Ich habe alle LEDs einmal rein und raus gemacht, die da drin sind, ne, aber das hat nichts geholfen. Es hat geholfen, einfach zu warten. Das ist halt mega weird. Ich habe eine Lampe, die halt, das hat die, seit ich hier eingezogen bin, macht die das erst seit ein paar Wochen. Vor die ersten Monate lief die ganz normal und jetzt plötzlich einfach random geht die aus und dann einfach random geht die wieder an. Ich weiß nicht, woran das liegt. Jetzt mal ohne Scheiß, woran kann sowas denn liegen, wenn sie random aus und angeht, dass sie überlastet ist? Ich hoffe, so bleibt jetzt an, aber jetzt mal ganz ehrlich, es kann auch diese Folge wieder passieren. Ich weiß es nicht. Es ist halt super random. Das ist halt so geil, weil manchmal dann, dock, geht's aus. Dann denkst du dir, what the fuck? Dann eine halbe Stunde, dock, geht's wieder an. Das ist halt mega weird. Keine Ahnung. Aber darum soll's, es soll eigentlich in dieser Folge nicht nur um meine Lampe gehen, sondern um Ranks. 2696 sind wir gerade. Hoffentlich können wir noch weiter steigen, weil ich habe schon Lust, immer weiter hochzukommen. Leider können wir nicht diesen Bonus jetzt einfach nehmen, den wir einfach mein Main jede Folge nehmen, weil das wäre langweilig für euch, wenn ich einfach jede Folge Mercy spielen würde. Deshalb spielen wir was anderes. Wir passen uns unserem Team an, aber wir schauen mal, was wir so nehmen können. Moira oder Senyata oder vielleicht ein Tank. Wir schauen mal, wie unser Team sich, was sie für Champions picken. Also, wir sehen uns beim Match. Bis gleich. Und wir spielen auf Lijiang Tower. Nice. Wir haben ein paar Leute, die Silberrang haben. Und wir warten einfach, würde ich sagen. Und schauen, was unsere Leute spielen. Wir haben einen chinesischen, koreanischen Tracer-Spieler. Ich weiß auf jeden Fall, das ist nicht japanisch. Dieses Schriftzeichen. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Was können wir denn darauf spielen auf Lijiang Tower? Man könnte, einen Rotok, einen Winston könnte man spielen. Das hat ja letztens sehr gut geklappt tatsächlich. Oh, guck mal. Dann spielen wir einen Diva oder Rotok. Ich fühle mich mit Rotok sicherer. Also pick ich Rotok. Jetzt hat er Junkrat gepickt. Nachdem er eigentlich erst Heal eingeloggt hat. Das ist natürlich interessant. Wir wollen natürlich schon Tanks haben. Später wieder Lucio. Okay. Okay, okay. Was ein Witz. Das ist super, wenn man einen Witz erklären muss. Ich habe es wirklich noch nie geschafft, den Scheiß dahin zu bekommen. Hey. Naja. Spielen wir Rotok. Mit Rotok kann man schon sehr viel machen. Muss sich nur konzentrieren, dass man nicht komplett reinkackt. Ich glaube, ich gehe hier lang. Ich folge ihm einfach. Mit unserem Tank. Okay. Die haben ganz schön viel Schaden bekommen, aber ich weiß gar nicht, woher. Oh oh, ich muss mich heilen. Den habe ich einem mitgeben können. Okay. Ich glaube, das war die Tracer, die mir so viel Damage gemacht hat. Letzten Endes hatten wir den schlechteren Teamfight, auch weil ich... glaube ich, sehr lange nichts gemacht habe. Die Moira hatte Ulti, ne? Das war gut für die. Okay, das war eine unnützliche Ulti. Okay, jetzt haben wir unsere Moira Ulti. Okay, ich will eigentlich nur auf die Tanks gehen und den Schaden machen. Alter! The Damage, what the fuck? Ich werde es einfach wegdrücken.
Okay, das war scheinbar out of range nachher. Ich bin glücklicherweise noch am Leben und nicht einfach runtergefallen. Was war das für ein Hook? Okay. Also ich bin halt anwesend. Oh, scheiße, ich habe sie nicht mehr erwischt, aber sie ist sowieso danach gestorben. Der Winston ist gestorben. Okay. Wo sind sie gerade? Ich habe ein bisschen Angst, auch hier runtergeschubst zu werden, wenn man hier ist. Aua. Ich denke, ich brauche mich nicht heilen. Da hinten kommt einer. Vielleicht kann ich den wirklich mal absnacken. Aber bis jetzt habe ich noch nicht so viel gerissen. Ich habe nicht mal viel Heilung gehabt. Oh, den könnte ich bursten. Okay, nice. Das war halt ein Headshot. Und der hatte nicht mehr ganz so viel Leben. Okay, da sollten wir auf jeden Fall versuchen, auch mitzugehen. Leute, ich hatte meine Heilung nicht. Ja, ich bin anwesend. Ich bin anwesend. Am Simon, am Helping. Mein Team macht das voll alleine gerade. Ist ein bisschen schade für mich, ist aber eigentlich gut, dass es läuft. Aber ich mache halt wirklich nichts. Okay, der hat keinen gekillt, krass. Okay, einfach draufballern. Vielleicht die Leute runterschubsen noch, damit die Verlängerung weggeht. Hey, ich habe einen gekillt. Da war da was. Hey, ich habe noch einen gekillt. Supi. Ja, aber ich erkenne halt, wenn mein Team mich carried. Das ist komplett Team-Carry-mäßig gewesen. Da habe ich wirklich nichts viel gemacht. Daishiner, holy shit. Ist wahrscheinlich Chinesisch scheinbar. Okay. Ich versuche einfach weiter, würde ich sagen. Ich meine, ich habe Glück, dass ich jetzt hart gecarried wurde. Ich bin tatsächlich auch nur zweimal gestorben, aber ich habe halt nichts gemacht. Ich war halt anwesend, wirklich, ne? I'm studying in Berlin. Cool. Hallo. Okay. Versuchen wir diesmal ein bisschen mehr Hooks zu treffen, vor allen Dingen. 21 Hooktrefferrate ist jetzt nicht so das Geile. Und vielleicht ein bisschen mehr zu ballern. Oh, das war einfach ein YOLO-Hook, das stimmt. Ein bisschen bei unseren Leuten hier bleiben. Ein bisschen selber heilen. Auf dem Affen ist immer gut. Guck mal, der Affe war doch ganz nice, dass ich den getroffen habe. Alter, Damage. Guck mal, das war ganz in Ordnung. Ich muss mich heilen. Uiuiui. Der Soldier und der Reaper hat mich getötet. Ich hätte den Reaper eigentlich killen müssen, tatsächlich. Wir haben den Punkt S bekommen, aber tatsächlich sind wir dann doch gestorben. Dabei habe ich diesmal tatsächlich sogar was gemacht. Was irgendwie witzig ist. Fuck. Ich hätte gerne den Affen gehuckt. Okay, jetzt rein. Okay, jetzt rein. Fragezeichen. Oh, das war eine solide Ulti. Na,
Oh, wie spät ich geheilt wurde. Oh, das ist halt, das darf nicht passieren eigentlich, dass ich so lange in Ulti bin und nicht geheilt werde, dass ich tatsächlich nachher noch sterbe. Das darf eigentlich echt nicht passieren. Weil ich hatte halt Selbstheilung, aber ich konnte halt mich nicht selber heilen. Oh, jetzt Ulti wäre ganz nice gewesen, ne? Oh, der war low. Selbstheilung. So, jetzt haben wir endlich den Punkt, Alter. Jetzt mal ohne Scheiß. Das hat lang gedauert. Das hat wirklich lang gedauert, bis wir den bekommen haben jetzt. Die ein bisschen aus der Entfernung auszuhalten, ist, glaube ich, nicht gar nicht mal so falsch. Ein bisschen hier vorne spielen ist echt, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Der hat jetzt Angst, dass er stirbt, logischerweise. Hier ein bisschen Spam ist ganz gut. Nice. Der ist sehr schnell gestorben, glücklicherweise. Ich hatte ein bisschen Angst, deshalb habe ich noch geheilt. Jetzt konnte ich echt mehr machen. Ich meine, ich habe immer noch nicht Silberschaden, was ein bisschen verwirrend ist. Wer auch immer denn den Silberschaden hat. Ja, ich fand das ganz gut, die jetzt zu ulten. Das ist der gegnerische solide Bild, von dem müssen wir Respekt haben. Ich krieg gerade mega auf die Fresse. Das hat wirklich zwei Leute getötet? What the fuck? Wie? Wir müssen unsere Verstärkung wieder bekommen. Die sind jetzt sehr weit gepusht. Ich habe ganz gut Heilung bekommen. Auf jeden Fall. Die haben es richtig runtergedrückt, Alter. Boah, ich habe gerade schon gedacht, ich habe sie nicht abbekommen, die Ulti. Alter, holy shit, der Damage, den ich gerade bekommen habe. Der war wirklich krass. Alter, war der krass. Das ist der gegnerische solide Beat wieder gewesen. Gerade am Gewinnen tatsächlich. Obwohl wir den Punkt haben und 99% sind die gerade am Gewinnen. Weil die haben den Punkt sofort. Müssen uns noch einmal sammeln. Oh, fuck. Lol. Nein! Oh, wir waren nicht mehr auf dem Punkt. Was? Das hätten wir jetzt... Das hätten wir gewonnen. Das hätten wir gewonnen. Das hätten wir gewonnen, wenn wir irgendwie auf dem Punkt gewesen wären. Aber die Ulti hat uns komplett abgeschreckt. Boah, wie gut getimed von der Diva. Die Diva hat das komplett gecarried, dieses Match. Also durch diese eine Ulti sind wir nicht mehr drauf gekommen. Und wir waren gerade am Gewinnen. Also vom Teamfight her. Wir waren den Teamfight gerade am Gewinnen. Fuck, Alter. Can I play Hanzo? Er fragt sogar. Scheiße, wie ärgerlich. Jetzt steht's 1-1. Oh Gott. Ist eigentlich spannend für die Folge und gut für mich, weil, Alter, ich habe nicht mal Bronze Schaden. What the fuck? Ich meine, so soll es ja eigentlich auch sein als Tank, ne? Der andere Tank hat mehr Schaden als ich. Also von daher, ne? Boah, wir sind schon, einer von uns ist tot. Jetzt sind noch mehr Leute tot von uns. Der will mich runterschlupfen. Fuck, da bin ich mega durchgelaufen.
Okay, den konnte ich killen. Oh, fuck, Mann. Er hat ihn noch gekillt, leider. Richtig unlucky. Okay. War jetzt ganz in Ordnung, fand ich. Ah, oh, hätte ich den Reinhardt gehuckt. Dann hätte ich ihn runterschlagen können. Das wäre richtig gut gewesen. Okay. Fuck, Alter. Oh, wie er kurz stehen geblieben ist, Alter. Ich muss nachladen. Oh nein. Lol, lol, lol. Ich hatte wenig Leben? Ich dachte, ich war voll. Ich bin halt voll in die Gegner rein, weil ich davon überzeugt war, dass ich voll war. Oh Gott, Alter. Oh Gott, ey. Ja, wir sollten auf jeden Fall zum Team. Und ich bin der Tank. Ich muss vorangehen, ne? Aua. Oh Mann, ich wusste halt, dass er da war, schon klar. Aber ey, das, wie weit mich das nach hinten gedrückt hat, ist ja wirklich lächerlich. Scheiße, die holen gerade mega viel Zeit raus. Das gibt's doch nicht. Wir hätten das Match eigentlich schon gewonnen. Jetzt habe ich aus Versehen auf E gedrückt, statt auf W. Wir müssen jetzt wieder einen Teamfight irgendwie forcen, den wir wieder gewinnen können. Oh lol. Lol, warum geht da so YOLO rein, Alter? Okay, ich brauche Heilung. Nice. Oh mein Gott, nice. Okay, nice, nice, nice. Das war ein Teamfight, den wir gewonnen haben. Genau das, was ich wollte. Aua. Das hat mein Team sehr gut gemacht, muss ich einfach sagen. Die Combo war echt nice. Okay, ich würde gerne nicht den runterhauen, wenn hier einer kommt. Lol. Das war knapp, Alter. Fuck, Mann. Ah, dann ultet man und instant weg. Wie haben die diesen Teamfight gewonnen? Also, das war halt irgendwie kein Teamfight, sondern ich und jemand anders war da. War ich zu sehr abgelenkt auf diese eine Stelle, dass sie von da kommen? Haben die währenddessen einen Teamfight gehabt, den ich gar nicht mitbekommen habe? Das könnte sein. Das ist das Einzige, was ich mir wirklich vorstellen kann. Oh Gott. Haben die Ultis? Oh mein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin einfach reingelaufen. Oh mein Gott, regelt das Team das für mich? Ich bin einfach in diese Scheißfalle da gelaufen. Aus irgendeinem Grund war da die Falle. Und ich bin... Wir haben eine Tracer noch. Tracer, Tracer. Gib den Punkt. Oh Gott, wir haben echt verloren. Das ist so unfair. Das hätten wir so gewinnen müssen. Ich meine, ich war echt scheiße. Alter, war ich scheiße. Mann, dieses zum Schluss, das zweite Match. Das zweite Match hätten wir gewinnen müssen. Das zweite Match hätten wir gewinnen müssen. Aber die Diva. Mit ihrer Drecksulti. Und keiner geht auf den Punkt dann. Deswegen. Oh Gott, ey. Scheiße. Das ist halt ein Match, was wir hätten gewinnen müssen. Moira war ganz gut.
Fuck. Boah. 26 Punkte haben wir jetzt verloren. Scheiße. Sowas passiert. Ich war echt nicht gut, muss man sagen. Das sah man an den Medaillen schon. Ich habe teilweise was gemacht. So zum Schluss. Am Anfang war ich halt richtig heftig useless. Danach habe ich schon was gemacht manchmal, aber es ist halt so ärgerlich, weil wir es hätten gewinnen müssen. Das war halt. Wir waren am Gewinn bei diesem Teamfight. Ich meine, okay, man kann argumentieren, sie haben es halt dann doch gewonnen, weil sie halt die Ulti gut gesetzt haben. Und im letzten Match waren sie halt dann auch irgendwie besser, so scheinbar mit ihrer Reinhardt-Kombo, oder? Aber es ist halt so knapp gewesen. Es war auf jeden Fall spannend, das kann man sagen. Ja. Also, hoffen wir, dass wir noch Matches bekommen, in die wir noch mal wieder gewinnen. Was heißt mal wieder? Wir haben ja die letzte Folge schon gewonnen. Keine Ahnung, ich mag es zu gewinnen. Verdammte Scheiße. Also, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.